herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality mit dem Harry Hofer. Hallo. Und dem Hans-Peter, der probiert, mich zu verarschen. So, wir haben hier letztes Mal Pappeln angesät, wir müssen hier noch weitermachen. Also, schwingt die Hufe, Leute. Ich hab noch drin. Ja, dann mach mal weiter. Wir holen dir neues Zeug. So. Ich hätte gerne ein bisschen Radio, wo geht denn das? Ach nee, wieder. Gar nicht. So. Radio ist putz. Geht. Gut. Nur richtiger Sender am Suchen. Wie immer. Da. Ist eigentlich mein Auto bei dir? Könnte sein. Ich glaube schon. Ich bestell die eben. Ups. Zwei reichen. Zu spät. Okay. Einer Vorrat. Jo. Passt. Ups. So, liebe Leute, heute sind wir eine ganz kleine Gruppe, leider nur zu sechst. Hier nochmal ein Aufruf, falls ihr Bock habt, hier mitzuspielen, dann einfach mal auf dem Discord vorbeischauen, ist unten verlinkt, oder unter dem Video kommentieren. Dann schauen wir nach einer anderen Möglichkeit für den Kontakt. Wir fahren gerade mal hoch und fangen hinten beim Harry an. Jo. Denk doch ab und fahr! Ich bin zu dumm. Das weiß ich. Na jetzt. Einmal mit Profis. Einmal! Warum ist mein Dinger so langsam hier? Keine Ahnung. Mal gucken, wer gewinnt hier bei dem Rennen. Kurze Pause, Fabi kommt drauf. Gleich. Nicht lang schnacken, einfach machen. Hoffentlich wartet der Hofer davon jetzt. Bestimmt. Harry? Ja. Ah. Gut. Warte. Warte kurz, sonst fahren wir über dein angesägtes. Das sieht doch hier eh aus wie ein Radieschenfeld. Lenk ein. Ja.
Was verstehst du an Lenken nicht? Was das? Lübt. Einmal mit Profis. Sieht fast aus wie in Amerika hier, die drei hintereinander. Was? Das auf jeden Fall, dass es hier so fern gesehen ist, das was, ja. Was habt ihr getrunken? Wasser aus der Bierflasche, wie immer. Ja, ja. Schlangenlinien, die ihr hier fahrt. Bier. So schaut's aus. Ich mach die Bierdiät. Zaun im Weg. Upp, Harry, fahr vor. Ey, ich mach mal kurz das kleine Stück hier hinten. Jo. Das wird aber auch spannend beim Häckseln. Ja. Harry, wo kriegst du eigentlich den Häcksler her? Mieten. Beim Hans-Peter. Hab ich da etwa Auftrag gehört? Wenn du einen hast. Ja klar, ich hab immer so 50 Papieren da bei mir zu stehen. Aber ja. Ich kann einen liefern lassen. Ja. Nehme ich da einen. Okay. Aber das dauert ja noch einen Moment. Ja, ja. Eigentlich sollte man Traktor mit Pflegebereifung nehmen. Ja. Passt doch so. Jetzt ist sowieso zu spät. Ja. Ich glaube, ich fahre hier Schrott zusammen. So wie Bier am Steuer. Was hast du gesagt? Genau das. Ja, ja. Harry, wie viel hast du noch in deiner Maschine drin? Noch 670 Pappeln. Na, dann passt das ja noch. Ja. Ja, da bräuchtest du wirklich die Pflegebereifung. Ja. Bei mir, ja.
Da steigt der Jürgen einfach hier ein. Hans? Ja. Ich würde gern was bestellen bei dir. Wo hast du den Schlüssel für die Karre? Karre ist offen. Ja, wenn du fährst, dann ist sie halt offen. Ja, stimmt, das hatte ich vergessen. Muss mal die Polizei rufen. Ich bin noch hier. Barona. Die Polizei sitzt neben mir. Passt auf den Schoß. Nee, ich hätte gern was gemietet bei dir. Das kann ich jetzt nicht machen. Du siehst, ich bin beschäftigt. Also, Internet also. Peter! Jetzt neben dir, warum gehst du in den CB-Funk? Ich weiß es nicht. Ja, Profi. Ich brauch da bis 17 Uhr. Oh. Ja, ich bin am Ende der Reihe. Pass auf, wir tauschen danach einfach. Ich fahr und du bestellst. Warum mach ich schon wieder? Egal. Das ist eine gute Idee. Ist gut, dann kriegen wir alles mit. Über all deine geheimen Geschäfte. Was für geheime Geschäfte? Waysex kann übrigens mithören. Wow, ich war glaube ich noch nie Beifahrer. Ist dir schon schlecht? Nee, das nicht. Warte mal. Okay. Dann sag an. Ein Teleskoplader. Hast du nicht einen? Nicht für mich, für auf die Stadtgemeinde. Einmal mieten bei denen. Fährt der Stromberger hin. Stromberger hat Einsatz oder was? Ich glaub, der muss los. Ja, welcher denn davon? Ey, du musst die Maschine auch anschalten, Junge. Den mittleren. Ja, und dann? Eine Ballengabel dazu. Hey, gibt der gerade Gemeindegeld aus oder was? Ja, soll ich ja vom Bauhofkonto auch noch bezahlen oder was? Nee, aber ich hoffe, der mietet die nur. Ja, mieten. Hab ich ja gesagt. Ja, dann ist gut. Ja, dann? Dann einen kleinen Traktor, keine Ahnung, den Fendt. Klein. Ist ja klar. Ja, was denn sonst? Habe ich Steier oder was? Johnny. Ja, genau, mach mal zwei verschiedene. Mach mal zwei kleine Fans. Nee, das würde ich nicht machen. Ein Valtra mit verschiedenen Farben. Dann ist gleich. Ja, okay, den Valtra, genau. Pack mal den Valtra mit zwei verschiedenen Farben. Mhm. Grün und Rot. Varuna Grün. Ja, genau. Und Spray 6 Rot. Also Case IH Rot. Hast du? Ja, noch was? Ja, zwei Stück von jedem, ne? Wieso von jedem? Tu es. Ja, dann. Dann das passende SB, wie heißen die Gewichte hier? Sur. SB Sur, genau. Keine Ahnung. 1000 Kilogramm Gewicht, jeweils zwei Stück in der gleichen Farbe wie die Traktoren. Jeder Traktor ein Gewicht hat.
Ja. Dann ein Autoload Anhänger hier für Rundballen und so. Haben wir nicht, oder? Varuna. Doch, von dir. Die liegen drauf. Von mir? Ja. Ja. Wie oft? Ah. Einen. Einer reicht. Ja. Und dann vier weiße Silage Rundballen. Vier? Ja. Was willst du denn damit? Ball. Nee. Wie Ball? Ich bin gleich Fußball. Ach so. Oh nein. Was? Aha. Bist fertig, Hans? Mhm. Okay, dann fahr schon gerade zu Ende. Mhm. So. Seid ihr schon fast fertig? Ja. Schon ist gut, ey. Seit heute Morgen sind wir hier dran. Oh, ciao, Hans. Danke, ne? Ciao. Viel Spaß euch noch. Danke. Danke. Hans? Ja? Kannst du mir noch von der Gemeinde Fahrmanager geben? Oder habe ich das schon? LU. Hast du? Danke.